Wir hatten ein paar wunderbare, großartige Mitbewerber. Und es war einfach schwer, das zu entscheiden. Es war wirklich schwer zu entscheiden. Aber schließlich hat er gesiegt, weil er die meiste kunsthistorische Erfahrung hat, wahrscheinlich, und auch die meisten Ausstellungen gemacht hat. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein reicher Mann wäre. Ich würde mir das wünschen, aber so ist es leider nicht. Die hier vorne Sitzenden haben einen gewissen Anteil daran, dass das auch nicht so ist. Aber es ist, wir hatten einen Gehaltskorridor von Anfang an besprochen, der sich orientiert an dem, was die Vorarlberger Landesregierung ihrem Direktor in Bregenz bezahlt hat. Das ist auch heute hier der maßgebliche Plafond und Korridor. Und die Landesregierung in Vorarlberg, in ihrer alemannischen Grundhaltung, ist nicht bekannt dafür, dass es Geld zum Fenster rausschmeißt. Also, es ist so, wie ich gesagt habe. Ein wichtiges Thema für dieses Haus ist Restitution. Es hat mit diesem Haus natürlich eine enge Verbindung mit der Walli. Und der Beschlagnahmung der Walli vor mehr als 10 Jahren in New York kam ein Thema auf, das uns bis dorthin allen in dieser Form nicht geläufig war. Wir haben seitdem sehr viel erfahren, auch gesehen, dass vieles damals nicht richtig gelaufen ist, in den Jahren davor, in den Jahren nach 1945. Und das ist etwas Wesentliches. Seit Walli hat es enorme Veränderungen gegeben. Wie ich finde, große Leistungen und zufriedenstellende Lösungen, von denen ich überzeugt bin, dass sie gut und fair sind, im Sinne auch der Washington-Deklaration, dass sie just und fair sind, dass das Leopold-Museum jetzt hier mit dem erfolgreichen Abschluss der Einigung für Walli nicht nur sozusagen diese Pattsituation, wo nur die Anwälte am Sprechen waren, sondern jetzt auch eine Lösung gefunden hat, wo mit den Betroffenen, mit den Gerechtigten, mit den Erben und den Nachkommen direkt in Verhandlungen eintritt. Das ist ein Weg, der vom Vorstand hier gegangen wurde, sehr erfolgreich, und ich finde, das ist ein sehr guter Weg. Ich denke, es könnte auch ein exemplarischer Weg sein, und ich freue mich, diesen Weg mitgehen zu können. Es ist fast unerreichbar, diese Vitalität, diese Begeisterung von der Frau Dr. Leopold zu spüren. Wenn sie jetzt eine Ausstellung macht, allein dieser Titel der Schiele-Ausstellung über Provokation und Melancholie, dann sind es zwei Dinge, auseinanderliegende Pole. Provokation, wir können uns vorstellen, was gemeint ist bei Schiele, Melancholie. Das Museum bewegt sich in diesen beiden Polen. Und dann darin diese eruptive Energiequelle der Frau Doktor. Ich wollte mich gestern, als der Vertrag unterzeichnet wurde, bei ihr bedanken, überschwänglich bedanken. Sie hat gesagt, sparen Sie sich den Dank, ich will Taten sehen. Das soll jetzt wohl auch sein. Also herzlichen Dank.